So, und damit willkommen. Gleich hier zurück bei der nächsten Folge. Jetzt kommen die Norweger. Die Norweger. Gute Landung. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier was umstellen. So. Jetzt kann es wieder weitergehen. Kamil Stoch. Sehr schöner Flug. Auch an die 135 Meter ran. Jetzt ist die Frage, ob es hier für sie reicht, in den zweiten Durchgang zu kommen. Und die Finnen legendär. Das ist ja. Das sind hier neue Weiten. Das ist hier neu. Das ist hier. Ja, also Garmisch-Partenkirchen komme ich eigentlich. Also. Das ist natürlich die Frage, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß. So, an Garmisch-Partenkirchen irgendwie. Das ist so eine. Das ist auch tatsächlich bei manchen Schanzen. Bei den meisten Schanzen komme ich mit F1 besser zurecht, aber hier mit F2. Das kommt auch drauf an. Ich habe nämlich immer. So habe ich schon mal erzählt. Ich erzähle da immer Sachen 10.000 Mal. Sehr schön. Sehr schön. Das habe ich jetzt auch gelesen, die wollen zum Weltcup-Auftakt 2013, also nicht diese Saison, sondern nächste Saison, wollen die wahrscheinlich, dass die Weltcup-Staaten in einer stationären, Sch also in einer, nicht in einer stationären, also auch stationär. Stationär und was ist das zweite? Jetzt bin ich mich verwirrt. Stationär ist, glaube ich, wenn es immer da steht. Und was ist, wenn es nur vorübergehend da steht? Naja, auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall wollen die da nur für eine gewisse Zeit im Warschauer Nationalstadion, also wo dieses Jahr die EM gespielt hat, wo das Eröffnungsspiel war, wollen die dort zum Weltcup-Auftakt 2013 eine provisorische Schanze erstellen. Und dann wollen die halt dort das Anfangsspringen machen. Ist auf jeden Fall eine Idee, aber ob man es tatsächlich so verwirklichen kann, ich weiß ja nicht, weil in so einem modernen Fußballstadion, was eigentlich für Fußball gedacht ist, naja, das müsste man halt mal gucken. Und da müsste ja auch Schnee drin sein, weil für Skispringen ist ja eigentlich immer Schnee gedacht. Aber das ist natürlich und zu spät. Kommt ja über den K-Punkt hinweg. Nein. So, jetzt habe ich wieder gequatscht und man hat gemerkt, die Leistung hat, während ich gequatscht habe, extrem nachgelassen. Das sehen wir natürlich immer gern. Und sehr schön. Na. Hätte besser sein können, der Absprung. Hier F8, F9, F10. Oh, die können wir mal F10 machen. Absprung einigermaßen gut. Vielleicht etwas zu passiv. F10 ist ein bisschen und gelandet. Das ist die Hauptsache erstmal. Ich versuche das jetzt hier, weil wie man vielleicht bei den letzten Folgen von Galaxy on Fire 2 oder bei DSJ4, ne, bis zur Folge 14, war das immer so unsynchron. Jetzt versuche ich halt immer, wie man auch in der letzten Folge gesehen hat, beende ich das und habe neben mir. Kann ich immer, also eine Zeituhr, da kann ich immer sehen, wann die Folge vorbei ist, weil das ist wesentlich einfacher als, weil ich nehme Ton und Lautsprecher getrennt auf, aber hier ist sowieso der Lautsprecher so leise. Deswegen hier hört man sowieso nichts. Hier wäre es jetzt sowieso egal. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal so. Joa. Sami Häyskänen. In der klassischen F1-Sicht. Und das war doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt springen wir mal nochmal weiter von der Seite. Das ist doch extrem hoch, extrem weit. Die holen die wieder auf. Hier, jetzt können wir mal gucken, ob ich auch so springen kann. Ich denke zwar eher weniger. Und zu früh. Von der Flugstellung her geht's eigentlich.
Aber etwas zu früh abgesprungen. Können wir gleich nochmal probieren. Wieder! Das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich hier ein bisschen vom Auge her bedingt. Und hier springt man eher zu spät ab, genau. Genau. Genau, naja, das ist ein bisschen blöd, aber hier im Display das zu versuchen. Aber das ist eben die Koordination der Augen, wenn man immer in der normalen. Ja, dann springt man hier immer zu früh ab und in der anderen Sicht zu spät. Das ist eben okay, aber jetzt machen wir mal hier jetzt mehr auf mit der Scheiße hier. Okay. Ist auf jeden Fall interessant, ja. Absprung gelingt. Landung ebenfalls. Rune Welter mit einem wieder einer 37,5 und der hat jetzt hier im ersten Durchgang keine gute Vorstellung geleistet. Jetzt kommt vielleicht eine kleine Wiedergutmachung, aber das sieht auch nicht so gut aus. Aber das waren immerhin über 135 oder ungefähr 135 Schlau. Und so sieht die Chance tatsächlich. Also, man kann ja hier, glaube ich, nicht die Tageszeit einstellen manuell. Aber ich weiß jetzt gar nicht, das müssen wir mal gucken. Weil nachts sind, haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr. Oder auch ich alleine nicht mehr gesprungen nachts. Das kann ich nochmal hier am Ende mal kurz gucken. Mhm. Weil auf jeden Fall nachts sieht die Schanze. Ich bin da nämlich mal vorbeigefahren. In Garspartenkirchen, da bin ich nach Tirol gefahren. Oder ins Tirol. Und die neue Schanze sieht tatsächlich so. Das ist unmöglich, das ist. Okay, natürlich. Ich kann es gleich doch zeigen. Moment. Oh, das sieht ja auch sehr schön aus. Hier, das ist ein bisschen falsch gemacht. Kann man das hier sehen? Da ist, also, hier, Moment, ich zeig's gleich. Oh, wir sind schon in der letzten Runde, naja, egal. Also hier, Moment. Hier ungefähr in diesem Bereich hier ist normalerweise eine Zugstrecke, natürlich muss man das einfahren. Aber auf jeden Fall ist es so, die Schanze wurde zu den Olympischen Spielen 1936 gebaut, also die ist auf jeden Fall schon recht alt. Und da ist auch sogar noch ein Bahnhof gebaut, wo man extra nur zum Stadion aussteigen kann. Ob das noch in Betrieb ist, weiß ich nicht. Also zum Skisprungstadion. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn man da vorbeifährt, die sieht nachts oder abends, wenn es schon dunkel ist, das sieht so krass aus, weil die ist von hinten und von vorne beleuchtet. Also Garmisch-Partenkirchen auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Die neue Schanze. Die kleinere und die Galeien wurden ja nicht umgebaut. Das war ja nicht so. Aber auf jeden Fall. Da haben wieder. Von den Winterspielen 1936 hört man ja nicht so viel. Winterspiele wohlgemerkt. Sommerspiele schon, aber Winterspiele eigentlich nicht so viel. Und gestürzt, ganz schade hier. So, und jetzt sehen wir hier nochmal die letzten. Die letzten Springer. Und jetzt. Oh Mann, jetzt kommt erstmal Slowenien. Und die haben geführt und haben jetzt auch zur Zeit in Slowenien geführt. Und da kommt die Landung und das ist auch der Sieg. Puh, für die Slowenen. Und damit kommt danach die letzte Chance. Und das wird, da müssen Slowenien schon mal ein bisschen weg. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme. Tschüss.